Ich würde sagen, wir gucken jetzt Jordani. Das interessiert mich auch voll. Alle sagen es mir. Ach ja, gut, ich spiele von dir. Da haben wir noch die Saison, wo wir gegen Bayern gewonnen haben. Ein paar Monate davor, Superstar, Superheld, jedes Spiel gespielt. Wir reden über die Nationalmannschaft. Boah, hier ein bisschen Real Talk über Fußball, nice. Einen Fehler gemacht und nie wieder gespielt. Ich guck, ich drehe mich um und höre nur. Ich dachte mir so, ich höre auf alles, ich werde HSV-Fan. Hat er gehabt. Ja, Mann, ist dunkel, Leute. Rassisten ein bisschen. So, Leute, herzlich willkommen zu Wer da sitzt, Digga. Einer neuen Folge Storytime mit Bilo. Heute habe ich neben mir sitzen, für mich persönlich, einer der verrücktesten Innenverteidiger, die ich kenne. Jordan ist so gut, das ist unglaublich, ne? Jordani, Torun Erriga. Bruder, erstmal vielen Dank, dass du mitmachst, Bro. Ich weiß nicht, ob du es ein bisschen verfolgt hast bei mir. Ich quatsch mit Spielern über deren Geschichte, was sie erlebt haben, hinter der Kulisse. Und ich finde, du bist ein sehr interessanter Spieler. Du hast jetzt auch schon viel miterlebt. Wir werden so viel auf Twitter haben müssen, Digga. Also wenn er jetzt wieder eine gute Saison macht oder einfach zeigt, was er kann, Digga. Einfach eine normale Saison für ihn, ohne Verletzten. Digga, ich schwöre, er ist geisteskrank. So wie diese ganzen Franzosen, diese Mukele, Konaté und sowas ist er. Ich schwöre auf alles. Wir haben ein bisschen noch was gemeinsam erlebt in der Härtezeit. Du bist noch schneller, glaube ich. Und ja, danke, dass du dabei bist. Kannst du erstmal erzählen, wer du bist, wie alt du bist, wo du angefangen hast. Und dann kannst du dementsprechend einfach weiter erzählen. Jo, ich freue mich, dass du da bist, Bilo Bilo. Und nee, ich bin Jordani Naini, Jordan Torun Erriga. Bin 25 Jahre alt. In Chemnitz geboren, leider nicht in Berlin, in Chemnitz geboren. Da habe ich auch angefangen Fußball zu spielen, im Chemnitzer FC. Mit 5 Jahren, glaube ich, war das. Die Zeit aber da war ein bisschen schwierig, weil, weißt du, Chemnitz Osten, ja, man ist dunkelhäutig, Rassisten ein bisschen, weißt du? Krass. Krass Geschichte, habe noch nie jemandem erzählt. Einfach, Eltern wurden fast abgeschoben, weißt du, ne? Oder geisteskrank. Alter, Dicker. Da war so, ich musste zur Ausländerbehörde, dann haben die gesagt, ja, da fehlt das und das. Da haben die Sachen gebracht, die Papiere, dann meinten sie, nee, da fehlt noch was, haben die Papiere wiedergebracht, haben die gesagt, okay, da fehlt wieder was. So war das wohl. Aber unabhängig vom Fußball, also einfach generell, ja, meinst du jetzt? Generell, ja. Okay, und also du hast angefangen mit Fußball? Bevor sein Vater Fußballer war, oder was? Also sein Vater war auch Fußballer, bei der Welt. 5 bei Chemnitz wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Und dann hast du dieses Problem bekommen mit, dass deine Eltern... Frust, ja. Krass, und dann habt ihr es aber alles geklärt. Ja, umgeklärt, mein Vater war auch dann Profi und so. Stimmt. Das habe ich vergessen zu erzählen. Jordans Vater ist eine Legende. Ocho, schöne Grüße. Ocho, Gocho. Ich wusste es gar nicht. Ja, hast du mit 5 bei Chemnitz angefangen? Ja. Wie ging es dann weiter? Ich war der Stürmer. Oder übertrieben krasser Stürmer. Kennst du deine Geschichte schon? Ja, Jordan ist einer meiner besten Freunde, natürlich. Also, ich kenne viel, aber nicht alles, stimmt. Ich schwör auf alles. Bruder, ich hab jedes Turnier, wo ich Torschützenkönig oder bester Spieler, ich war geisteskrank. Ich war Lewandowski, Prime, ich weiß, was ich da gemacht habe. Ich bin ja auch Tore, weil ich war doch da. Dann hat mein Bruder Angebot für Hertha bekommen. Junior. Ja. Mein Bruder Junior, der aus Marbella Vlogs und so, der ist auch Profi gewesen. Nee, Junior, ich hatte nur einen Bruder. Ja, okay. Dann ist die ganze Familie gleich in Berlin mit und ich schwör's dir, ich habe erst Training bei Hertha gemacht. Ich dachte, was ist das denn? Wie? Also, Junior hat Angebot für Hertha und dann ist gleich die Familie mit und ich war einfach bei Hertha dann. Ich weiß auch nicht warum. Da haben sie so gesagt, der ja, kleiner Bruder soll auch mit drin. Ja, kann auch sein, ja. Ich war einfach dann da. Ich wusste auch nicht, ich dachte, ich muss Pro-Training machen oder so. Ich war einfach da. Bist du einmal bei Hertha reingekommen? Ich war einfach da. Ich habe einmal Training gemacht, glaube ich, und am nächsten Tag hatte ich einfach Sachen bekommen. Geisteskrank. Ich weiß auch nicht, wie. Okay, wie alt warst du da? 8, glaube ich, müsste es gewesen sein, ja. Und das Training war Boden. Ich dachte mir, was ist hier los? Wieso? Oder es gab. Die Qualität. Bruder, ich dachte, ich komme aus Chemnitz, ich bin der beste Spieler bei Hertha. Komm, ich war ein Kick. Ich will dribbeln und Ball verspringen. Ich so, ey, ich will hier nicht mehr. Digga, das wird so lustig. Was Spieler bei Hertha, komm, ich war ein Kick. Ich will dribbeln und Ball verspringen. Ich so, ey, ich will hier nicht mehr hin. Ehrlich? Das war geisteskrank. Also, okay, also die wollten auch unbedingt, die wollten deinen Bruder so gesehen unbedingt haben. Da bist du einfach mit ins Paket sozusagen gekommen. Hast du mittrainiert, warst einfach bei Hertha. Ja. Und immer noch Stürmer. Doch, immer noch Stürmer. Aber da habe ich mir gedacht, weil ich so scheiße im Training war, ich muss alle umkloppen. Okay. Und dann? Alle hatten Angst vor mir, die Eltern haben mir auch ein bisschen gesagt, ey, der darf ja mittrainieren. Also die
haben so gesagt, also ja, weil ich habe die verletzt und sowas kannten die noch nicht so. Das, die wollten immer schön spielen und ich war so der Brecher dann. Ehrlich jetzt? Ja, krass. Hä? Okay. Ich hatte da gar keine Technik. Ich war bodenlos. Okay. Ich war shit. Was hat's in dir? Er war einfach da. Er kam so mit seinem Bruder mit. Jordan, geh zu Training. Okay. Er geht hin. Er ist mit shit. Er haut einfach alle um. Ausgelöst? Also was dachte ich? Ich war traurig. Wer bin ich? Ich kann gar nichts mehr. Ich dachte, ich bin gut, Junge. Wie gut sind die alle hier? Ist nicht Chemnitz, ist Berlin, Bruder. Berlin gibt viele Leute. Genug gute Fußballer. Weil du halt in Chemnitz ja, stark warst. Ja, ich war der Topstürmer, Kopfballtore, ich war Kapitän, Nummer 8. Ich dachte, ich bin zu Basel Sora. Einmal komme ich nach Berlin und bin einfach scheiße. Wie hat sich dann entwickelt? Dann bist du die Jugendmannschaften. Ja, ich wurde auch schon mal fast rausgeschmissen. In der U12 oder so. Grund? Ich war scheiße. Ich irgendwie geschafft. Immer. Über Wasser zu halten. Es gibt auch so ein Halbjahresgespräch und dann sagen die, ey, wir planen mit dir für nächste Saison oder wir planen nicht. Dann irgendwann meinte ein Trainer zu mir, ey, wenn es so weitergeht, müssen wir dich rausschmeißen. Ich dachte mir so, ich schwöre auf alles, ich werde Hartz IV empfangen. Ich dachte mir so, weil ich... Er war 12. Ich konnte, Schule war schwer, ich war nicht dumm, aber ich hatte keinen Bock auf Schule. Das war die einzige Option. Das war U12, oder? Was ist das hier? Ich komme seit 5 Minuten, ich verlache ich. Aber es ist auch, glaube ich, nur, weil ich John so gut kenne und ich alles so lustig finde, wie er das sagt. Irgendwie so, irgendwo U12, U13 oder so. Kanntest du mich da schon? Ja, natürlich! Der Erste, was ich meine... Bilal war Cristiano Ronaldo bei Hertha, ich schwöre. Guck jetzt, was Jordan sagt, ich bin gespannt. Bitte? Wir haben doch immer Nordufer. Trainiert. Nordufer, oh, weißt du noch? Ganz, 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 ganz ja. Früher. Nordufer trainiert und wir haben doch immer so Platz geteilt mit, keine Ahnung. Ja, ich war ja einer. Ja, du hast einen älter. Und dann, ich schwöre, erste, wo ich auf den Platz kam, ey, da ist Bieler. Da ist Bieler. Also, wer ist das? Digga, ich wusste, ihr erzählt ja, das immer so. Es ist so. Sydney auch, als ob das so. Es ist so. Der erste, ich komme das erste Mal aufs Traininggelände von Hertha BSC mit Klamotten von Hertha BSC und man sagt mir, ey, da ist Bieler. Alle gucken so. Dann du machst so dein, keine Ahnung, du läufst mit Ball, machst Übersteiger, also oh krass, obwohl alle das können. Ohne Sinn. Der dumme ja gut. Nein, das ist ja dumm. Okay. Ich muss noch dazu sagen, so, wo es so schlecht lief, ich hatte auch gar keinen Bock zum Training zu gehen, so, ich hatte Angst. Kennst du das, wenn du umknickst und es weht? So wie wenn Cristiano Ronaldo bei Aufwärmen, er macht so einmal um die Welt oder so, alle Fans so, oh! Obwohl hier neben ihm sitzt Tobi, der ist 12, er kann auch einmal um die Welt, aber juckt keinen. Weil Ronaldo ist krass. Irgendwann geht's wieder weg. Ich meinte zu den Trainer, ey, es tut immer weh, ich muss 6 Wochen raus, weil ich also, Angst hatte. Zu trainieren. Fehler zu machen, oder wie? Auch, und was, meine Eltern auch so, und jeden umzuhauen. Dann. Warte kurz. Bock zum Training. Nein, das ist ja doch. Okay. Ich muss noch dazu sagen, so. Wo es so schlecht lief, ich hatte auch gar keinen Bock zum Training zu gehen. So, ich hatte Angst. Kennst du das, wenn du umknickst und es wehtut, aber irgendwann geht's wieder weg? Ja. Ich meinte zu den Trainern, ey, es tut immer weh, ich muss 6 Wochen raus, weil ich Angst hatte zu trainieren. Also, das ist halt schon Leistungsdruck so in NLZ bei Hertha, ne? Also, es ist alles so spaßig, wie es aussieht. Da wird knallhart nach Leistung beurteilt. Da kannst du. Du ziehst aus Chemnitz nach Berlin, es gibt noch ganz viel wildere Sachen oder so. Und da kann einfach sein, weil du nicht gut performst, dass du einfach nicht spielst, gebunst wirst, dass du wahrscheinlich rausfliegst und so. Und du denkst halt, weil du behärter bist, dass du, Mann, was, Mann, das Team, Digga. Fehler zu machen, oder wie? Auch, und von den Eltern auch so, und jeden umzuhauen. Dein Adler lang für den 5. Dann bist du nicht rausgeflogen, aber dann hast du dich trotzdem, wie du gesagt hast, immer über Wasser gehalten ein bisschen. Ab wann hat sich da ein bisschen was verändert? Ab wann hast du eine andere Position bekommen? Wann hat Hertha gemerkt, okay, komm, wir packen den lieber in die Verteidigung? Ab Jordan so 14, 15, glaube ich, wurde er gut. Mit 14 Jahren, 15 Jahren. Also man kann so früh kann man gar nicht sehen, ob aus jemandem was wird. Nee, also in der U13 war ich. Kennst du noch Tiki? Guck mal, was Benny Henrichs über Bieler gesagt hat. Benny Henrichs hat gesagt, er war einer der größten Talente. War er auch. Das ist ja kein Geheimnis. Also bei seinem Jahrgang, es gibt da Timo Werner, Leroy Sané, bla bla bla. Aber Bieler galt als bester Spieler so damals. Aber da war man ja auch 17 und so. In den Jahren verändert sich natürlich noch viel. Spieler überholen einen oder so. Jordan entwickeln sich ja später. Julius dann für den Prime. Und ja, also da kann immer noch viel passieren. Aber trotzdem, man sieht ja, was er für ein Talent hatte und was auch daraus werden hätte können. Was? Mein Trainer, ich war bei ihm Außenstürmer. Hat ja auch gesagt, ja, aber
Es ist nicht immer so einfach, wie es aussieht. Da kommt, das spielt viel spielt damit, nicht nur wie gut du bist, sondern auch, ob der Trainer dein Spielstil mag, ob der Verein gerade Positionsmangel hat dort, wo ich Position du spielst. Ob du, guck mal, zum Beispiel als Stürmer ist es leichter eingewechselt zu werden bei den Profis als Sechser zum Beispiel. Ich war Sechser, das ist die schwerste Position, die es gibt. Als Sechser kannst du nicht einfach irgendeinen Jungen reinspielen, unerfahren, denken, ja, ich kapp mir ein oder so, ich war zwar nie nervös. Aber trotzdem denkt man wahrscheinlich so, der ist unerfahren, bla bla, haben wir da lieber irgendeinen Innenverteidiger auf die Sechs. Und das macht keinen Sinn, weil ich bin viel besser als der zum Beispiel. Oder als Innenverteidiger ist noch okay, Außenverteidiger ist auch eine Free-Position, Stürmer und Winger auch Free-Position, um eingewechselt zu werden oder so. Als Sechser eingewechselt zu werden, schwer. Da, also es gibt ganz, ganz viele Komponenten, die da mitspielen. Ob du es halt schaffst oder nicht. Und das ist sehr, sehr viel Glück. Wer war es? Aber da lief es besser. Ich habe ein paar Assists gemacht, ein paar Tore. Dann war ab 14 Stefan Meisel. Der hat mich dann gesagt, okay, der hat mich dann in die linksverteidige Position gebracht. Ich habe das gehasst. Immer laufen. Und da war auch wieder so ein Moment, ich wollte nie so richtig spielen. Und der Profi will nicht laufen. 14 ist ja schon langsam. Ja, ist man ja. Schon so, ich wollte nicht so richtig spielen, weil ich hatte Angst, Fehler zu machen, ich hatte Angst. Jetzt guck mal aus in deinen Kopf. Ja, oder geistkrank. Und dann Gabi und Petri zum Beispiel so krass, die zocken in ZM. Erstens spanische ZMs, ZDMs, ZOMs. Es macht keinen Spaß gegen die, die sind zu gut. Die sind einfach zu gut für die Welt. Aber auch da, die hätten ja zum Beispiel, die haben ja Busquets, was weiß ich, die haben De Jong, bla bla. Trotzdem kriegen die das Vertrauen. Das Vertrauen ist wichtig. Dass, wenn du mit 16, die hätten mit 17 Jordan schon Innenverteidiger spielen lassen können. Und er wäre, oder hätte er einfach zwei Saisons durchgespielt, da macht dann halt mal, in der Saison macht er drei Fehler am Anfang. Aber weißt du, was aus dem wird in zwei, drei Jahren, wenn er denn 19 ist? Also wie viel der Mann kostet? Mit 100 Bundesligaspielen auf dem Buckel? Aber die trauen sich das nicht, ich check's auch nicht, keine Ahnung. Also allgemein, im Fußball wird es jetzt immer mehr, ihr merkt ja, dass junge Spieler schon früh so große Schritte machen zu Real wechseln, zu Dortmund wechseln, was weiß ich. Weil die Vereine merken langsam, dass so 17-Jährige auch schon das Potenzial haben, auf dem Niveau mitzuspielen, wie so die Größeren. Und die entwickeln sich halt auch noch dabei. Das ist das Gute bei denen. Und ich finde sowieso, junge Spieler, die sind geisteskrank. Also je moderner der, oder je älter der Fußball wird, desto mehr ist es auch mehr mit dem Kopf. Sportwissenschaftlich, was weiß ich, und taktisch sind die jungen Spieler immer viel weiter als die älteren Spieler, finde ich. Janis, danke für den dritten, weil die halt, die müssen sich die Jahre so viel anhören in den NLZ, U19, Taktik, bla 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 bla. Da wird alles den eingetrichtert und die wissen halt, die lernen halt, wie Fußball geht. So auch theoretisch. Und dann irgendwie, es war ganz komisch, weil wir hatten doch immer so Schulturniere, gegen Sydney zum Beispiel oder gegen Maurice Czovic. Und bei Maurice war Ante Trainer so mäßig. Ja, Czovic, wir gehen von Ante Czovic. Ante Czovic war Trainer. Irgendwie kam er mal auf mich zu und dann meinte er zu mir, ich wäre längst ja dein Trainer. Da meinte ich so, okay. Dann war er auf einmal doch wirklich mein Trainer. Okay. Erst, was du mir gesagt hast, ey, du bist viel zu groß für LV, wir packen dich in die IV. Einmal sehe ich, ich bin IV, ich bin groß, Stürmer bei mir hinwegrennen, ich gebe den Körper, ich habe den Ball, kann er doch was machen. Ich guck so, und dann hat er mir gesagt, Jordan, andribbeln. Das habe ich in meinem Kopf, deswegen mach ich doch diese ganzen Dribblings. Seitdem, Ante hat mir gemacht, aber ich habe gedribbelt, ich habe gespielt, ich war. Aber das Ding war, was macht der? Obwohl ich die Liga ein bisschen zerrissen habe. Junge, spiel ab! Bruder, aber das Schlimmste kommt. Ich war bei jedem Lehrgang dabei. Zwei Ari, danke für Prime. Spiel. Ein Tag. Ich habe schon meinen Lehrern Bescheid gesagt. Okay, Nazio. Ich wollte davon ausgegangen, dass ich dabei bin. Ich hatte gedacht, Lehrer, und du weißt doch, klasse. Du bist Nationalmannschaft, du läufst auf. Weißt du? Ja. Ich hatte immer so von Nationalmannschaft so Poloshirts und sowas an. Oder so die Trainingsjacke und so. Ja, das ist von Nazio. Ja, ich bin mein. Also ich habe mir die nicht gekauft im Store bei Adidas, sondern ich bin. Also ich habe es bekommen, weil ich bei Nazio spiele. Guck ich meine E-Mails? Auf Abruf. Ja, oh mein Gott, die erste Mail. Man bekommt so eine Mail um 14, Uhr 15, nur, keine Ahnung, wenn man das erste Mal eingeladen wird, ist ja auch in U18 so. Man kriegt eine Mail, Einladung DFB, Lehrgang. Und dann musst du musst alles durchlesen und am Ende, da sind so deine 8 Dateien, du musst alles ausfüllen, bla bla, woher du kommst, was weiß ich, Schulfreistellung, musst du alles ausdrucken und sowas. Und in der letzten Datei ist so der Kader, da steht dann Kader und auf Abruf, ganz unten. Und du musst alles durchlesen, bis du weißt, dass, ob du da bist. Lottex, danke für den Sub. Du kriegst die E-Mail und du weißt nicht, ob du dabei bist. Auf Abruf heißt zum Beispiel bei mir in der U15, Niklas Dorsch ist vor mir, Janis Burnisch ist vor mir,
Dennis Geiger ist vor mir, Sally Elstein ist vor mir. Bob. Die vier Sechser sind dabei. Ich bin der Fünfte, ich bin auf Abruf. Wenn einer sich von denen verletzt, dann wird wahrscheinlich ein anderer Sechser nachnominiert. Das wäre ich zum Beispiel. So. Meine Lehre meinte, wir gehen zu diesem Spiel. Ja, von meinen Jahrgang haben es auch voll viele geschafft, ne? Abruf. Und wir sind zum Spiel gegangen und ich war auf Abruf wie ein Kick, weißt du? Erklär mal den Leuten, was Abruf heißt, damit die es. Auf Abruf heißt einfach, du bist nicht dabei. Perfekt. Weil, so, du bist in irgendeiner Liste, die Spieler, die nachnominiert werden könnten, aber diese Liste ist, da sind alle Spieler eigentlich gefühlt da drin. Und dann sind die aber zugucken gegangen, oder? Ja, ich auch. Hä? Ja, ich war dabei. So, bei mir war immer das Problem irgendwie, ich weiß nicht, was ich den Trainern getan habe. So, ich war immer zweite Wahl. Ich habe rasiert bei Hertha, auf einmal spielen welche von Leverkusen oder so. Ich war krasser als die, aber Trainer wollten das nicht stehen. So, wenn Trainer ihre Lieblinge haben, du kannst nichts dagegen machen. Er redet gerade von Profis, oder? Er will auch keinen, man kann auch keine Namen nennen hier. So, das ist das Blöde. So, er kann jetzt nicht andere Spieler ankacken. Ich weiß zum Beispiel, welchen Namen er sagen wollte. So, dann war U15 vorbei. So, ich habe U16 übersprungen, war U17. Du hast immer sehr, sehr viel, ob der Trainer dich halt feiert oder deine Spielart feiert oder halt nicht. Ah. Den muss ich dir vorstellen. Okay. Als kleiner Junge, der so von der Jugend so Anerkennung bekommen hat, so einfach überspringen, schon so, ey, ich bin dabei. Ja, also bei Nazio sowieso, da spielt viel eine Rolle. Da spielt dein Auftreten die Rolle, da zählt, wie du läufst, da zählt, wann du schlafen gehst und sowas bei Jugendlichen. Die achten so auf jeden Scheiß, dass du richtig diszipliniert bist, dass du, keine Ahnung was, dass du deine Schuhe, dass du keine auffälligen Schuhe hast, damit du Disziplin hast, und Schuhe sind scheißegal, Frisur ist scheißegal. So, sowas ist da. Da ist richtig so Disziplin, Deutsch, brah. Je älter man wird, desto mehr geht das weg und jeder Spieler kann so seinen eigenen Charakter ausleben. Aber am Anfang wird sowas eigentlich nicht so gemacht. Ich bin der Boss. Das Jahr war auch Rettner bekommen, so einfach überspringen. Muss ich dir vorstellen, als kleiner Junge, der so von der Jugend so Anerkennung bekommen hat, so einfach überspringen. Ich hab gesagt, ey, ich bin der Boss. Ja, lass überspringen. Wir gehen zu diesem Spiel. Ich bin auf Abruf. Und wir sind zum Spiel gegangen und ich war auf Abruf wie ein Kick, weißt du? Erklär mal den Leuten, was Abruf heißt. Nachnominiert werden könnten, aber diese Liste ist, da sind alle Spieler eigentlich gefühlt da drin. Und dann sind die aber zugucken gegangen, oder? Ja, ich auch. Ja, ich war dabei. So, bei mir war immer das Problem irgendwie. Aber ohne Disziplin geht halt nichts. Aber es ist scheißegal, ob du okay, pünktlich zum Essen kommst und so, das ist schon, sollte schon sein. Aber sowas zum Beispiel fuckt halt auch ab, so, dass du nicht mehr eingeladen wirst, egal wie gut du bist. Das ist schon, ja, okay. Aber zum Beispiel, dass du bunte Schuhe anhast, dass du dass du so zum Training läufst, dass du früh schlafen gehst oder dass dein Zimmer nicht laut ist, sowas, auf sowas alles achten die. Ich habe halt trotzdem Nazi noch gespielt, relativ viel, im hohen Alter, aber im jungen Alter so vor allem nicht so viel, wahrscheinlich auch deswegen. Und es macht keinen Unterschied, wie du dich neben dem Platz verhältst und wie du dich auf dem Platz verhältst. Das sage ich euch so, wie es ist. Es ist so. Mann, Trainer sehen sowas nicht gerne, aber das macht dich ja nicht zum schlechteren Spieler. Zum Beispiel Dembélé. Hätte Dembélé früher solche Probleme gemacht, und stell dich mal vor, er wäre deswegen nicht Profi geworden, nur weil er ab und zu spät zum Essen kommt und keine Ahnung was. Und deswegen wird er nicht Profi, Dembélé. Und guck mal, was das für ein Fußballer ist. Das könnte passieren. Und er hat dann einfach sein Leben verkackt. Ich weiß nicht, was ich den Trainern getan habe. So, ich war immer zweite Wahl. Ich habe rasiert bei Hertha, auf einmal spielen welche von Leverkusen. Ich war krasser als die, aber. Mach mal einen Mogelcheck an. Trainer wollten das nicht stehen. So, wenn Trainer ihre Lieblinge haben, du kannst nichts dagegen machen. So, dann war U15 vorbei. So, ich habe U16 übersprungen, war U17. Muss dir vorstellen, als kleiner Junge, der so von der Jugend so Anerkennung bekommen hat, so einfach überspringen, schon gesagt, ey, ich bin der Boss. Ich bin der Boss. Und das Jahr war auch, das war geisteskrank, was wir da gemacht haben. Wir wussten einfach, jedem Spiel, wir gewinnen. Da haben wir doch die Deutsche Meisterschaft gespielt, ne? Gegen Schalke. Jetzt ist schon U17. Da war nicht mit Bilo zusammen. Bilo war ein Über. Bilo ist ein Übersprung und John ist auch ein Übersprung gleichzeitig. Er war eigentlich U16, aber hat U17 gespielt. Und die haben, ja, man gewinnt halt alles in der Jugend selber, also mit Hertha. Wenn du bei Hertha spielst, du gewinnst halt gefühlt jedes Spiel. Mit Leroy Sané und so. Ja, und du hast auch bestimmt sehr gut gespielt. Ich war der Shit. Ich war da gesetzter als, keine Ahnung was, wie Laserpointer, Digga. Ich war da. Genau, der. Ich war gesetzt, Bruder. Das war geisteskrank. Okay. Ich guck so, das Jahr ist zu Ende, U17, Trainer Ante. Du kommst U19. Ich denk so, wie? Ja, U19. Ich hab wieder U17, U17, also mein Jahrgang eigentlich, habe ich übersprungen und bin dann direkt mit 17 in U19. Das habe ich nicht gemacht, zum Beispiel. Ich war 2 Jahre U17.
Da war Jordan ein über mir. Ja. Da war ich doch mit dir richtig. Ja, ja, ja. Sonst hätte ich mit Jordan zusammengespielt. So? Faton mit Baker Woos und so. Ich habe einfach 95 zusammengespielt. Junior und so, ja, ja, ja. 80, ich war. Wie alt war ich? Ich war sogar noch 16. Du warst mit 2 Jahren älteren gespielt. Ich war sogar noch 16. Alles krass. War super, Vorbeute mitgespielt. Ich war ein bisschen schwächer als sie, weil sie waren 2 Jahre älter, das merkt man. Jürgen Kulang für den zweiten, den wichtigsten. Und schon in der Jugend. Und da sind wir nach Stuttgart gefahren, haben gegen Nürnberg gespielt, weiß ich ganz genau noch. Da war so ein Einwurf in unserer Hälfte und. Aber weit in unserer Hälfte, weißt du, für den Gegner. Ich guck, ich drehe mich um und höre nur, ich falle auf den Boden. Ich denke so, was passiert hier gerade? Hier dieses linke Knie. Ja. Nils Körber, du Arschloch, er ist mir hier reingesprungen an die Seite. Und seine Eisenstollen, die waren glaube ich so, das ist ein Butterfly-Messer. Du kannst so dumm. Ist mir hier reingesprungen und mein Knie, ich sag mal so, mein Knie war hier. War hier irgendwo, hier irgendwo. Ich dachte mir so, was passiert hier gerade? Ist auch die Name, ich sag so, was passiert hier gerade? Krass. Ich John hat zwischendurch so krasse Verletzungen. Ich höre, ich dachte, der kann nie wieder Fußball spielen. Hast du gar nicht realisiert? Einmal fange ich an zu schreien. Aber nicht dieses noch. Ich weiß nicht, ob er alles erzählen wird, aber ja. Normales Schreien, dieses Schreien, das kommt von irgendwo. Ja, das war und du musst dir denken, ich war 16. Ich klatsche auf den Boden 3-mal. Na, geholz auf WWE. Ist zu Ende. Kopf dreimal auf den Boden. Und du musst dir vorstellen, mein Knie, ich kann es nicht mehr bewegen. Mein Knie ist draußen. Ja, und ich kann nichts mehr bewegen. Ich habe nichts mehr gefühlt. Und du musst wollen, meine Fußspitzen haben immer so am Boden gestreift. Weißt du, wie ekelhaft das war? Du meinst, weil die dich so ja, draußen dran ja, haben, so, ja, so streiten? Ja, ja. Oh. Boah, weißt du, wie ekelhaft das ist? Ich habe noch nie so ekelhaftes Gefühl. Ich dachte mir, sie müssen das Bein amputieren. Boah, das war das Schlimmste, was ich hier erlebt habe. Die mussten ein Röntgen machen von meinem Knie. Und du musstest es richtig hinpacken, bestimmt. Oder richtig strecken. Richtig, mein Knie ist hier irgendwo. Ich musste es richtig strecken. Und ich konnte mein Knie nur so beugen. Sie sagen, du musst dich strecken. Ich sage, es geht nicht. Ich habe Schmerzen. Und dann, doch, du musst dich strecken. Was ist sie macht? Ich dachte mir so, ich schwöre auf alles, was ich habe. Ich sterbe heute. Ich dachte mir, ich sterbe heute. Mein Knie ist so, ich kann es nur so strecken. Einfach runter oder wie es am Anfang, wie lustig das war. Er sagt, er kommt zu Hertha, ich war bei Chemnitz der Beste so. Dann komme ich so zu Hertha. Für mich war shit. Ich dachte, er wollte nicht mehr zum Training kommen und so. Wow. Heute, ich hab geheult, ich hab geschrien wie ein Wolf. So hab ich geschrien. Ja, und da war ich dann da und war halt für ein Jahr fast aus. 10 Monate war schon. Ich dachte, das war's mit Jordan. Was war das genau für eine Verletzung? Also, Oberschenkelfraktur, also hier irgendwie war irgendwas gebrochen. So. Gebrochen? Ja. Krass. So, und da waren auch Drähte drin und so. Was hat's mit dir angestellt im Kopf so? Deswegen bin ich jetzt ein kaputter Mensch. Okay. Aber du hörst so, deine ganze Kumpels gehen zum Training, du musst zur Physiotherapie. Du willst irgendwas machen, die sagen, ja, du darfst dich nicht belasten. Ich musste, glaube ich, ein halbes Jahr im Bett liegen. Fast. Ich durfte nichts machen. Denn diese Maschine da, wenn du Kreuzband rissst, kennst du ja, so Maschine, ja, ja. Diese Drecksmaschine hat nichts gebracht. Bis heute habe ich Angst, in den Zweikampf zu gehen mit Torhüter. Wenn Torhüter schreit, ich mach gar nichts. Die sagen mir welche Trainer, ja, du musst da reinfliegen. Bist du doof? Ich sterbe? Digga, wenn ich nichts spiele, in kranken Koma bin, soll ich irgendeinen Sieg holen oder so? Niemals mache ich das mehr. Torwart schreit, ich bin weg. Wie war das dann mit der Situation? Also mit Hertha oder? Auch wegen Vertrag? Nein, und die alles? Haben. Ja, das war gut von Hertha. Die haben auf mich gewartet, sozusagen. Weißt du? Also, die haben dir die Zeit gegeben. Ja, Zeit gegeben, ja. Dass du dich da wieder regeln, also. Ja, da war ich wieder in der U17, weißt du, weil es war ja mein Jahrgang. Und Andi Thom hat mir die Zeit gegeben. Nicht nur schlechte Seiten. Nein. Aufbau. Nicht nur schlechte Seiten. Nein. Aufbau. Denkt er so an, die sitzt zu Hause und guckt sich das an. War anstrengend mit Claudia Valenta. Hab geheult fast jeden Tag. Krass. Ich hab FIFA durchgezockt, glaube ich. PS3. Er meinte zu mir, send mal Coins. Oder schick mal Coins bei Dings, Facebook, weiß ich noch. Also ich sag, hey, wie soll ich das schicken? Geht nicht. Das ist ein E-Mail oder so. Du bist zurückgekommen? Ja, bin ich zurückgekommen. Dann hast du nochmal U19 oder wie? Weitergekommen. Das war dann so, dieses mit der U17 wahrscheinlich die Saison. Ich hab da Aufbau gemacht und war erstes Spiel im Kader. Weißt du, was das war? Das war Pokalspiel gegen TB, Halbfinale. Ich hab nicht gespielt, weil ich dachte, ich spiele, weil ich schon der Boss, was ich gemacht habe. Obwohl du so lange verletzt warst, schlimmer, ja. Ja, ich dachte, ich spiele. Auf einmal, weißt du, was ich gemacht habe? Spiel war vorbei, ich hab geheult. Weil ich nicht gespielt habe, ich wollte wieder spielen. Einfach geweint.
So, und dann nächstes Spiel gegen Hannover, weil ich noch, habe ich wieder einfach angespielt, aber so 70 Minuten oder so, hat er mich rausgenommen. Dann war ich wieder drin. Dann warst du, dann hast du nochmal U19 gemacht oder was? Dicker, dann kommt das Ding. Ich dachte, ich bin U19. Einmal sagt mir Ante, du kommst U23. Ich war einfach mit 17 U23. Stimmt, du bist ja nicht im Weg direkt von... Aber krass, dass er trotz fast einer Pause immer noch das Niveau halten konnte, dass er immer noch dreimal so gut ist wie sein Jahrgang. Von Jugendfußball zu den Profis, sondern du hast nochmal U23 gespielt, ne? Mhm. Wie lange hast du U23 gespielt? Ein Jahr, ja. Und wie kam das dann, dann kannst du mal ab jetzt erzählen, so der Sprung dann zu den Profis. Wer ist auf dich zugekommen? Wie sind die auf dich zugekommen? Wie hat sich das alles angefühlt? Kannst du dir mal erzählen, wie das ein bisschen war, wo du deinen ersten Profivertrag unterschrieben hast? Das war aber bei mir was bisschen komisch, weil ich habe U23 gespielt, habe auch nicht so schlecht gespielt, aber ich war so Hitzkopf, weißt du? Okay. Wo ich habe mich mit jedem angelegt. Ich dachte, ich weiß noch eine gelbe Karte. Jemand zieht Jordan am Trikot, hat ausgezogen, hat gesagt, nimm ihn mit, hat gelbe Karte bekommen. Jetzt sich mit jedem anzulegen, den Älteren von dem, also nicht von unserer Mannschaft, der hat immer Respekt. Bis heute immer noch vor Älteren habe ich immer Respekt, auch vor Jüngeren, aber du weißt auch, Älteren. Ja, kannst ja sagen, warum. In Berlin ist es ja so, dass man das so mitbekommt, dass man wirklich immer vor Älteren halt Respekt hat. Ja, und so, bei den anderen hatte ich gar keinen Respekt bei irgendwie. Weil ich dachte, Gegner meinst du? Ja, Gegner. Ich dachte immer, das ist cool, sich mit einem anzulegen, Kopf an Kopf zu gehen. Ein bisschen blauäugig, so, weißt du. Und dann habe ich ein Jahr gespielt, halt. Ich glaube, ich 10 oder 12 gelbe Karten. Also noch nie, jetzt, guck mal, jetzt zum Beispiel, ich brauche nicht mal Foul zu machen oder so. Dann habe ich da gut gespielt. Wir haben U19 DFB-Pokal gewonnen. Also mit älteren, also mit 96ern. Haben wir den U19 DFB-Pokal gewonnen und da habe ich schon bei den Profis trainiert. Mit 17. Aber weißt du hast schon mit der okay. Sorry, das habe ich vergessen. Da kann man, hat er einfach Ante dich zu den Profis geschickt, oder wie? Ja, Paul hat das Spiel geguckt. Und mich dann hoch, also da waren, keine Ahnung. Paul Dardai. Ja, Paul Dardai. Ich, Nico Bayer, du hast Hitnik, glaube ich, auch da oder so. Und noch ein paar andere junge Spieler, die da gut gespielt haben. Da schon? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kam nicht gleichzeitig mit ihm. Dann war ich ja ein Jahr voraus. War gegen Cottbus, weil kann ich erinnern. Das ist nicht schwer. Sorry. Die wir gewonnen haben, die. Gut, was auch nicht. Okay. Langweiliges Spiel der Welt, aber egal, eins noch gewonnen. Da habe ich mittrainiert, mit 17. Krass. Mit den Profis. Mit 17. Ja, ich habe, glaube ich, auch mit 17 oder so angefangen. Und ich habe gut trainiert. Ich war, weißt du, ich habe stark trainiert. Ich habe mich was getraut so. Mhm. Und dann kam ein Spiel gegen irgendeine Mannschaft in der 6. Liga. Hab ich erzählt, ne? Mit den anderen, mit den Torwartverteidigern. Erzähl mal. Erzähl mal. Ich spiele gegen einen Verein in der 6. Liga. Guck mir die Aufstellung an. Ich bin einfach mit Thomas Kraft Innenverteidiger. Nur ich mal mit Thomas Kraft. Kann man mal machen. Immer so erste halbe Stunde oder erste... Keine Ahnung, weiß ich, wie er gespielt hat, 30 Minuten oder Halbzeit. Erste Halbzeit spielt Stammmannschaft, zweite Halbzeit spielt so 5 Jugendspieler aus U19 oder so. Dann Jordan Verteidiger, Thomas Kraft in die Verteidigung, bap, so LV spielt Tortrainer oder so. 6. Liga, ich liebe Thomas Kraft, er ist der krügste Mensch der Welt, aber in diesem Spiel hat er mich hochgenommen. Er wollte, dass ich scheiße aussehe. Ich will nach. Thomas ist aber wirklich so einer. Vorne verteidigen, die spielen hinter mir, ich guck nach hinten, alles frei. Dinge, was ist passiert hier? Schießen da sogar noch ein Tor? Weißt du, normal, einfach wegen dir dann so mies. Ja, wegen mir. Na, natürlich wegen mir. Dann irgendwann kam da so ein langer Ball. Ich wollte hochspringen. Ich bin, glaube ich, 17 Meter hochgesprungen, habe den Ball aber nicht getroffen. Der nimmt den Volley, der trifft wieder. Was passiert hier heute? Erstes Spiel mit den Profis. Normalerweise sagt ihr, okay, er ist noch jung, lass ihn weiter trainieren. Weißt du, was die gesagt haben? Also nicht die, sondern der Trainer. Der braucht noch Zeit. Erstmal Dämpfer bestimmt. Ich war halt am Boden zerstört. Ich dachte mir so, was für eine Zeit? Das kann doch jedem Jungen mal passieren. Willst du einfach ein Jahr U23? Ich habe mich schon mit den Profis trainiert. Du hast wegen dem Spiel nach dem Spiel nicht mehr mit den Profis trainiert? Nein, wegen einem. Da hast du aber noch einen normalen Vertrag noch. Ja, noch einen normalen Vertrag. Okay. Wegen einem Spiel gegen den 6-Ligisten. Und dann? Wie ging es weiter? Da habe ich ein Jahr U23 gespielt. Ja, okay, und dann? So, dann habe ich da gut gespielt. Und dann habe ich irgendwann mit 19 im Winter, glaube ich, habe ich dann einen Profivertrag angeboten bekommen. Von Hertha? Ja. Oder das haben ausgelaufen? Oder haben die einfach... Ja, so ich habe, glaube ich, 1,5 Jahre am Stück mittrainiert und dann endlich mal irgendwann bekommen. Bei mir ging mies lange. Ausgelaufen. Ja, ist ausgelaufen und dann haben die dir einen Profivertrag angeboten. Ja. Und so, dann habe ich einen Profivertrag. Ich habe schön gewartet, bis mein Vertrag ausläuft. Weißt du, wie das war? Ich habe irgendwie an einem Donnerstag unterschrieben und dann haben wir gegen Leipzig gespielt. Und es waren viele IVs verletzt und ich war im Kader.
Krass. Und ich dachte mir so, ich spiele da, glaube ich. Zum Glück nicht gespielt, wir haben 4-5-0 verloren. Dann habe ich da auch mein Debüt irgendwann kurz später als Stürmer gegeben. Digga, das ist Debüt war so lustig. Er war einfach Stürmer. Ah, stimmt, er hat sogar Schuss von drin gemacht vorne, oder? Nee, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich war im Stadion. Ja, ich weiß noch. Er hatte so mehr Kreuz an. Er rennt, er läuft an, er fällt hin, er rutscht aus. Er war so schnell wieder auf dem Bein, er rennt weiter. Ach, ich habe erzählt, das safe, weil ich habe ihn darüber so lange ausgelacht. Ja. Stimmt, du bist letzte Nummer 40. Ja. Siehst du doch in diesem Video, was ich. Und Maxi hätte einmal Crash spielen können auf ihn, das weiß ich. Ich war der Beste. Ich dachte, komm mal. Für deine Familie, für dich. Ja, weißt du, das Beste war, ich guck so, ich mach mich warm, auf einmal zeigen die mir so meine Nummer hoch. Jordan. Ich mache meine Sachen, weißt du, meine Schiebermaschine mal schreien. Ich mache ohne diese festmachen, weil ich bin aufgeregt. Trainer redet mit mir, ich höre nicht mal. So, ich habe nicht zugehört. Einfach nur rein. Du musst erzählen. Oh Gott, was geht da jemandem vor, wenn du dein Debüt machst? Ja. In Becher ist auch krass, finde ich. Ja. Was geht da in dir vor? Ich war der Beste. Ich dachte, ich bin der Beste. So Glücksgefühl, unglaublich, war Achterbahn. Das Schlimmste, guck mal, ich weiß nicht, ob es das ein Video noch gibt. Jetzt. Ich lauf so an, ich bin ausgerutscht, da war Eisenstollen an. Du weißt, wie schnell ich oben war. Ich hab, glaube ich, keine Ahnung, irgendwas mit Genjutsu oder so gemacht. Digga, ich war so schnell, das kannst du dir nicht vorstellen. Okay. Dann hatten wir einen Konter, das war ein enges Spiel, wir haben nur eins so gefühlt gegen Ingolstadt. Auf jeden Fall hatten wir einen Konter. Und wir laufen. Ach, das war zweite Liga? Nein, erste Liga. Und wir laufen so, Sven und ich laufen zum Tor. Und ich bin außen frei. Und ich dachte, okay, er macht safe alleine. Ich biete mir den Ball zu. Ich renne. Und der erste Kontakt war super. Ich dachte mir so, okay, schieß jetzt. Oder pass. Bruder, ich mach diese Schusstäuschung. Glück, hinter Standbein ziehen. Er grätscht. Ich bin so, ich spiel zu Sven. Er schießt daneben. Ich erste Spiel fast Assist gehabt. Krass. So war dein Debüt, unglaublich. Wie war das dann auch für deine Familie und sowas? Das hat sich schon alles geändert bei dir, oder? Bruder, ich dachte, auch so Nachrichten, Freunde, keine Ahnung, was könnte. Ich dachte, ich bin der Shit. Ich dachte, ich werde nächste Woche Ballon d'Or gewinnen. So, ich mein's ernst, so war das. So war es. Nee, da habe ich auch kurz später mein richtiges Startelf-Debüt gemacht gegen Darmstadt. Gladbach. Verletzt. Gegen Darmstadt hat er sogar Tor getroffen. Stimmt, du hast Tor gemacht. In seinem Debüt. Was er geschrieben hat. Ich bin der Shit. Weil ich bin der Boss. Ich bin der Boss. Du musst darauf achten. Guck dich mal das Video an. Ich schreie einfach, weil ich bin der Boss. So, das ist verrückt. Du musst mal das Video angucken. Er hat alle Jubel gemacht. So, ich bin der Boss. Geht das später. Ich glaube, so in so einem. Bruder, ich habe einfach irgendwas gesagt. Ich sag einfach, weil ich bin der Boss. Wie dumm kann man sein? Ja, das war ein Geist. Erstes Spiel. War die Saison zu Ende. Da habe ich meine richtige erste Vorbereitung mitgemacht. Hast du noch ein paar Spiele gespielt, so ab und zu? Ja, oder immer Kader gewesen? Ab und zu. Aber warst du immer mit trainiert und ja, so? Ja, also war es schon eigentlich Bestandteil der ersten Mannschaft. Ja. Aber auch viel gelernt, so, also nicht von Trainer schwer. Aber ich musste mir alles selber beibringen. So was meinst du? Also war es schon eigentlich Bestandteil der ersten Mannschaft. Aber auch viel gelernt, so, also nicht von Trainer schwer. Aber wieso? Ich musste mir alles selber beibringen, so mäßig. Ich habe mit Trainern nie mal was von den gelernt. Anderen Spielern, so Jay Brooks und so, die haben ihn immer gecoacht. Im Trainer habe ich nur gelernt, ich muss mein Maul halten. Ja, darf dir nichts sagen, so, keine Gegenwehr leisten, so. Das ist doch so. Echt schön. Ja, Digga, viele Trainer sind einfach Falschgelder. Bruder, einfach nur Trainer, weil die seit 10 Jahren Trainer sind. Bruder, wer kann denn jetzt auch noch was beibringen? Also du guckst es ja ab. Bei doch, denen. So neumodische Trainer. Ich finde, neumodische Trainer sind so gut, die so richtige Idee haben von Fußball. Aber die Trainer, die schon seit 10 Jahren Trainer sind, die wissen nicht, wie Fußball heutzutage ist. Von deiner Position und so guckst du das ja von denen ab, die da schon ein bisschen länger drin sind und das schon länger. Von anderen Spielern halt. Ja. Nagelsmann, so zum Beispiel. Das Ding ist, so Trainer, die schon seit 10 Jahren Trainer sind, so die sind nicht mehr auf dem neuesten Stand, was Fußball, Taktik, bla bla und sowas angeht. Und die Spieler, die hochkommen, die U19-Spieler und so, die kriegen so viel eingetrichtert in NLZ und Jugendnation und so, dann sind die oben bei Profis und auf einmal ist das Niveau von Taktik so viel weiter unten, als sie schon haben. So, die spielen unter dem Niveau, so rein taktisch schon alleine. Hint und so? Mhm. Ich dachte, wie bist du damit umgegangen, ehrlich? Jetzt sagen die jeden alten Trainer, dass ich sage, dass er schlecht ist. Oh, vielen Dank für den dritten. Die ersten Verträge. Junge, ich rede vom. Das ist zwar viel Geld, aber du weißt im Profibereich, was da für Geld rumläuft. Ja. Weißt du, das sind Peanuts. Aber ich dachte wirklich, ich bin Bill Gates. Ehrlich, hat es irgendwas als Mensch von dir geändert? Eben nicht. Ich hatte nur ein bisschen mehr Geld, aber... Andere Leute, die sich gemeldet haben, die vorher nie irgendwie... Also schon, ja, aber mir doch egal. Ein bisschen nicht drauf eingegangen?
Oft schon, ja, aber. Warum will Bilo immer auf diese Fake Friends rauf? Das war ein bei dem. Aber jetzt meinst du was nicht mehr. Ja, kleinen Preis halten ist immer wichtig. Ja. Ich meine, du weißt auch, wenn man eine Kabine so sieht, die Profis laufen mit Louis Vuitton Kulturbeutel rum. Ja, willst du es auch haben? Sure. Ich hab 1000 Euro auf Konto, ich kaufe auch, damit ich auch so dabei bin. Mhm. Kaufst du dir mal, dann liest du dir ein Auto. Du weißt doch diese Filme. Ja, war ja bei mir auch so. Du hast diese Filme, ja. Du wirst es auch haben. Damals gab es noch 1% Leasing, das war das Beste, was es gab. Ja. Mach nur wieder. Man gibt mal wieder 1% Leasing. Okay. Nee, aber so hat mich halt gegönnt. Aber jetzt mittlerweile mache ich das gar nicht mehr so, weil ich. Das ist auch ekelhaft hier. Ich denke mir so. Oder auch wenn, ist das vollkommen. Nein, aber ja, soll eher machen, aber ich denke mir so. Ich denke, ich kann mich gut anziehen. Aber warum muss ich mir, wo überall die Marken draufstehen, anziehen, wenn es günstiger viel besser aussieht? Weißt du? Ja, Wallah. So denke ich mir. Ja, ich trage auch gar, also kaum noch so High Fashion Brands. Ich trage nur noch Streetwear Brands. Weil ich finde sogar die Qualität von Streetwear Brands besser als von so richtig teuren Marken. Ab und zu mal so ein Piece oder so kann ja, man schon. Von, ja, ich habe von Boohoo, glaube ich, gelebt, ja. Ich leb von Streetwear Brands. Du bist der Schlimmste. Wisst ihr, was ich früher hatte? Mein Kleiderschrank war nur so Louis Vuitton, Gucci, bla bla. Taschen, ja, gerne teuer. Ja, warum Kappa? Guck mal in meinen Kleiderschrank. Alles LFDY, 6PM, Elevate, ihr redet zu dir. Natürlich. Digga, guck, okay, komm, hol jede einzelne Jacke raus, die hier drin ist. Ja, Jacken nicht. Ah. Jacken habe ich 2 teure, der Rest ist auch voll 6PM. So. Elevate, Balenciaga, okay. Worst Behavior, Kisses, Travis Scott, LFDY, Juice WRLD, Travis Merch. Ja, so, geh doch mal hier. Geh doch mal hier oder da. So. Wo? Da, oder da. Da sind ein paar Pieces. Vom ja. Angels Cross, ein Prada-Hemd, 5 Hemden von irgendwo Instagram-Seite und ein Eris Studios Hemd. Mehr ist da nicht. Das ist eine bunte Mischung. Sehr viel. Digga, weißt du, was hier früher abging? Die Weih hatte keinen Platz bei mir im Kleiderschrank früher. Hat nicht verdient. War eine Stabausstelle. Merkt er selber? Hä, ich schwöre, Leute, mein Kleiderschrank hat sich. Das ist nur noch Super Brands. Ich habe gar nicht mehr Shirts, um im Club und sowas zu geben. Da gehe ich jetzt auch immer mit Super Brands T-Shirts. Ist auch viel besser. Und ich krieg's alles gratis. und ab und zu, wenn ich was Geiles sehe, dann kaufe ich mir das natürlich, ja. Ein paar Markenklamotten, aber die zieh ich nur. Schuhe, so. Geil und Schuhe sind wichtig. Digga, Schuhe Taschen. Hab ich wirklich, glaube ich, noch nie teure gemacht. Aber bodenlos. Ja? Dein Schuhgame ist auch bodenlos. Oder bei der ja, einfach meine anziehen oder so. Ja, hast du Glück. Ja. Du hast dein Leben lang Fußball gespielt, ja, Leben lang deinen Arsch aufgerissen. Ja, aber wenn du. Leben lang, warte ganz kurz, Leben lang deinen Mund gehalten und gemacht. Und getan, das macht er. Weißt du, überall die Marken draufstehen, anziehen, wenn es günstiger, viel besser aussieht. Weißt du? So denke ich mir. So, ich habe halt zwar ein paar Markenklamotten, aber die ziehe ich nur so im Urlaub oder ich. Keine Bro, Ahnung. Du hast dein Leben lang Fußball gespielt, ja, Leben Bruder, lang den Arsch aufgerissen. Ja, aber wenn du. Hose von Gucci. Hose von Gucci. Leben lang, warte ganz kurz, Leben lang deinen Mund gehalten und gemacht. Und getan, das wissen immer viele ja, nicht, da kann ja, man sich auch was gönnen. Ich verstehe auch, aber Bruder, das muss nicht mehr sein, das ist von meinem Kopf jetzt. Dann habe ich dann die erste Vorbereitung beim Profis gemacht und da hat es, glaube ich, angefangen bei mir mit Verletzungsanfälligkeit. Ich bin im ersten Trainingslager, ich werde von der Seite umgehauen. Mhm. Und da hatte ich immer Probleme. Wenn du einmal Probleme hast mit dem Sprunggelenk, hast du immer Probleme. Und das Schlimmste... Ich kann mir auch gar nicht ein Lied von singen. Das weißt du, guck mal, ich war in Vorbereitung verletzt. Die haben diese Ausrede, dass ich in der Vorbereitung verletzt war, haben die 6 Monate ausgenutzt. Die sagen, ich bin noch nicht fit. Es war ein IV verletzt, der einfach einen Sechser spielen lassen auf IV. Ich frag mich, was das mit dem. Das ist immer das Ding, Digga. So, IV geht noch, aber als LF, RF, Stürmer, du kannst so leicht eingewechselt werden. RV, LV geht auch. Er sagt, IV geht noch, IV schlimmste, was gibt's? Nein, Sechser ist das Schlimmste. Mal wieder nein. Doch. Wenn du so schwörst, ich wurde sogar fast als IV eingewechselt. Digga, IV wirst du nicht noch? Eingewechselt. Ein Fehler, Direktor. Ja, Sechser ist das Schlimmste. Sechser, ich schwöre. Sechser alles, und dann IV. Ich schwöre alles sogar, ne? Da muss Sechser kann einfach vertrauen. Reingeworfen werden. Das kann nicht passieren. Na, ja, schwer. Nur wenn man führt. IV, ja, ich sage ja, Sechser und IV. RV geht, LV geht. Vorne ist das Freeste, was es gibt. Du kannst gar nicht verkacken. Stürmer, so cool, Digga. Schwöre. Ohne Sinn. Aber da eingewechselt zu werden, ist sehr, sehr schwer. Besonders als Jugendspieler. Spieler aus. Ja, ich hab immer gedacht, was habe ich euch getan? Boah, und ich rede jetzt nicht so abwertend über, weißt du? Nein, Torwart geht auch. Nee, Torwart. Bruder, wenn du ein Torwart gesetzt ist, da hast du 2 Jahre kein Spiel. Ja, aber wenn es Probleme gibt, dann muss ja ein anderer. Und dann gibt es ja nicht so viele Konkurrenten.
Aber also wenn jetzt alle verletzt sind, dann stellen die lieber einen Sechser auf Innenverteidiger oder lieber einen Innenverteidiger auf die Sechs, anstatt da irgendeinen Jungen zu geben. Weil zum Beispiel Sechser ist eine Position, die beeinflusst fast am meisten das Spiel. Und da braucht man halt Spieler, die wo die Trainer dem vertrauen. Und dann denken die jungen Spieler, die können das nicht, bla bla bla, aber die können das. Ist auch nichts anderes. Ich rede nur, wie es für mich war. Ich liebe Hertha. Du meinst jetzt Hertha, ne? Du weißt, ich liebe Hertha. Aber du weißt, ja, weil er schuldet sich, ja. Ich liebe Hertha, aber du weißt doch, was da passiert ist, ist mir passiert so. Ich kann doch nicht lügen so. Also, sie haben immer versucht, jemanden anderen auf deine Position spielen zu lassen, obwohl du für was. Ja, gefühlt war ich an allem schuld. Ich war an allem schuld. Boah, wenn wir mal ein Spiel verloren haben, ich schwöre auf alles. Ich dachte mir, was passiert hier? Alle sagen zu mir, war kein gutes Spiel von dir. Spiel ich alleine? So kannst du mir, weißt du? Nee, ich frage mich halt. Und Digga, das ist ein 19- oder 20-Jähriger. Wollte ich gerade sagen, als junger Spieler, Digga, dann gehst du nach Hause und denkst dir, Alter, jeder hackt auf mich rum. Ja, deswegen bin ich verrückt jetzt, weil mein Kopf wurde kaputt gemacht. Ja, wenn wir Vorbereitung mal da nicht so viel gespielt habt, da glaube ich 11 Einsätze oder so gehabt. In der Saison, meinst du? Ja, in der Saison. Okay. War nicht so viel U23 gespielt. Und dann kam das nächste Jahr. Auf einmal, es war irgendwie so, ich weiß auch nicht warum, Paul war der korrekteste Mensch zu mir. Haben mir geredet, weißt du? Und wir haben Dreierkette gespielt. Mhm. Oder ich links, Karim in der Mitte und Niklas Stark rechts. Mhm. Oder wir haben so eine gute Saison begonnen, wie dieser Bruder. Weißt du, wie geil das war? Ja, Vorbereitung war geil. Wir haben alle Spaß gemacht. Die Spiele, wir haben jedes Spiel gewonnen. Dann gehen wir in die Saison, Pokal gegen Braunschweig. Oder wir führen 1-0. Die schießen 1-1 in der 88. Minute. 90. plus 2 immer machen Braunschweig. Jetzt 1. Wie cool das war. Okay, jetzt bin ich drin. Jetzt beginnt meine Saison. Das erste Spiel war gegen Nürnberg, haben 1-0 gewonnen. Rune hat Elfmeter gehalten. Jahrstein hat Elfmeter gehalten. Nächstes Spiel, wir kriegen wieder Elfmeter gegen uns. Gegen Schalke. Weißt du, was Schalke früher war? Weißt du, was Schalke? Die waren geisteskrank. Naldo und so. Die waren einfach auch. Bruder, Doppelpack. Und Bruder, ich dachte mir so, ich bin jetzt drin. Weißt du, Naldo, der ist 1 Meter, der ist 200 Meter groß. Ich hab halt gegen ihn gewonnen. Ich dachte, wie hoch kann ich springen? So, weißt du? Ich dachte mir so, jetzt ist die Saison, die ich mich zu Berlins Boss mache. So mäßig, weißt du? Ja, das meinst du. Nächstes Spiel. Und ich muss dazu sagen, davor, ich hatte in der Vorbereitung immer wieder Schmerz in der Achillessehne. So, weißt du? Ja, du hast ja immer ein bisschen Probleme gehabt, ne? Ja, ich hatte in der Achillessehne Schmerzen gehabt. Und dann war es so, wir spielen gegen Wolfsburg. Oder wir führen 1-0. Ich mache einen Sprint. Und ich merke, zack, ich hab gesagt, Scheiße. Ich muss ausgewechselt. Ich habe noch versucht, weiterzuspielen, aber... Ja, John hat so oft beim Spiel gehumpelt, ne? So krank, wie oft der mit seinen Knöchel da irgendwas passiert und dann auch so weiterspielt mit einem Bein so gefühlt. Bruder, wir kriegen 90. plus 4, 1-1. Bruder, wir hätten einfach 3 von 3 gewonnen. Aber egal, 7 Punkte sind auch gut, aber das hört sich geil an. Weil danach kam, glaube ich, Gladbach oder so, weißt du? Mhm. Da musste ich raus. Und dann war die Saison ein bisschen komisch, weil ich war immer wieder raus, weißt du? Mhm. Aber das kann ich sagen, das ist die einzige Verletzung, von der ich sagen kann, dass es meine eigene Schuld war, wo ich vielleicht nicht mehr viel gedehnt oder nicht so gut darum gekümmert, weißt du? Mit Achillessehne. Aber der Rest, der von mir vorwirft, dass ich verletzungsfällig bin, boah, die springen mir da rein. Digga, ich war gegen Frankfurt, da habe ich einen geisteskranken Assist gemacht, da ist mir einer reingesprungen, Syndesmoseband anderes, die sagen mir, ich bin verletzt. Bruder, was soll ich da machen? Soll ich mich in Luft auflösen? Verstehst du? Mhm. Damit ihr mal checkt, was soll ich da machen? Bruder, es gibt Spieler, die haben jede 2 Wochen Muskelverletzung, weißt du? So, und dann, oder gegen Leroy sagt, nee, er springt mir mit dem Knie hier rein. Die sagen, ich bin verletzungsanfällig. Digga, das sah so ekelhaft aus, gibt's das? Mann. Nächstes Mal. Was soll ich da machen? Verstehe ich nicht. Und jetzt auf jeden Fall nochmal zurückzukommen, die Saison war auch dann, ja, war okay, so. Aber das war, weißt du, da haben wir noch die Saison, wo wir gegen Bayern gewonnen haben. So, und gegen Gladbach und so, das war, Digga, war einfach Rückrunde. Aber Pali-Saison war schon gut. Digga. Es war so Bock gemacht, alles war geil. Boah, hatte gute Laune, alle. Alles war geil. Ja, in der Hinrunde waren wir Vierter. Jede Woche nach Sieg feiern, da war ich mit dabei, Leute, beim Training. Oder so. Ja, wir kommen dieses Jahr Champions League vielleicht. Aber du weißt doch, Rückrunde ist halt immer ein bisschen Krise. Ja. Dann kam die nächste Saison. Und dann wurde, glaube ich, entschieden, dass Paul nicht mehr Trainer ist. Eigentlich will ich ungern über dieses Jahr reden. Wisst ihr, was ich rede? Klar. Und dann wurde Ante Čović Trainer. Bruder, ich will es eigentlich ungern, aber egal. Oh, raus.
Auf jeden Fall. Und da kam ich auch wieder zurück zu Hertha übrigens. Ancho, ich weiß auch, ich dachte erst mein Daddy, weißt du? Ich dachte erst mein Daddy. Und aber Trainer sagt mir so, okay, kann sein, dass ich dieses Jahr Kapitän werde. Ich habe schon. Ich habe den auch schon lange kennst. Ja, ich kenne dich schon. Wie lange? Sehr, sehr, sehr lange. Ich dachte, ich bin Kapitän dieses Jahr. Ich dachte, guck schon, Kaffeetrinker von Hertha, kaufe Kapitänsbindung und guck so, wie es aussieht, weißt du? Er ist so dumm. Weißt du, so alles. So, ich meine, ich dachte, ich spiele wirklich die 400 Spiele, spiele ich endlich mal durch. Einmal ist er Trainer und dann habe ich das schon das Gefühl gehabt, so, weil er hat nicht mehr so mit mir geredet wie davor. Er hat nicht mit dir geredet? Nicht mal so wie davor, weißt du? So, weil ich kann es verstehen, da kann ich nicht mehr um deinen Jugendspieler, ja, Jugendspieler so kümmern, aber so ein bisschen wenigstens, weißt du? So, ich, weil ich bin ein Spieler, ich brauche ein bisschen Liebe so von Trainer, weißt du? Ich kann, weißt du? Es ist zwar schwer, aber es geht man so. Du, als Trainer musst du auch so pädagogische Fähigkeiten haben, so weißt du. Du musst wissen, wer mehr ein bisschen braucht, wer ein bisschen weniger. Es gibt auch Spieler, die scheißen auf alles und die Spieler, die brauchen ein bisschen mehr Lob, so weißt safe. So, und ja, dann habe ich einfach ein halbes Jahr nicht gespielt. Also ich habe ein Spiel gemacht gegen Mainz. Guter Call, ja, einfach guter Call von Jordan. Und ich und Jordan, wir waren wirklich Söhne von Ante. Söhne. Trainersohn. 2-1 verloren und ja, weißt du, wie das Gegentor war? Es kommt ein langer Ball. Ich will zum Kopfball gehen und dieser Adam Schaller gibt mir von hinten so einen Stoß. Und normalerweise ist doch faul. Schiri gibt keinen Foul. Die laufen außen durch. Welches soll jetzt wieder? Meine. Digga, guck doch mal Premier League, wie oft das passiert. Aber war, und die Spieler spielen immer wieder, weißt du, aber wieder meine Schuld. Deswegen habe ich ein Jahr nicht mehr gespielt. Und das nächste Spiel war erst wieder gegen Dresden. Du hast ein Jahr nicht gespielt. Ein halbes Jahr. Dann das nächste Spiel war gegen Dresden. Wie Gott es wollte, habe ich dieses mit Gericht, ich weiß nicht, oh ich dieses Tor geschossen. Das Tor, ja. Bis heute weiß ich nicht wie. Oh mein Gott, dieses Tor. Was wollte ich so? Auf einmal wurde ich Matchwinner. Ich dachte, im nächsten Spiel spiele ich 100% spiele ich. Nächstes Spiel wieder Bank. Augsburg, 4-0 verloren, glaube ich. Und dann wurde hast du mal mit Ante dann gesprochen? Nee, weil Bruder, mir. Ich gehe nicht so auf Menschen zu und rede so. Ja, ich bin auch nicht so der Typ, wenn ich nicht spiele, gehe ich auch nicht zum Trainer und sage so, ey, was ist los? Ich bin auch nur einer, der auf den Trainer zugeht. Ich kann sowas nicht. Ich will mit mehr Leistung überzeugen, so. Ich will nicht mit mehr Mundwerk, so. Ich so. Deswegen war es ein bisschen. Und dann kam Klinsmann. Die ersten Spiele zwar nicht gespielt, aber hat wenigstens mir was gesagt, so. Er meinte so, ich habe deine Qualität und so, bla bla. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, aber wir waren im Abstiegskampf, weißt du. Ich kann ihn verstehen, aber ein bisschen Erfahrung setzen. Aber das war wenigstens etwas. Ja. Weißt du? Dann hatte ich, wie Gott es wollte, gegen Bayern hatte ich Karim Rekik verletzt. Dann spiele ich gegen Bayern. Habe ich mal schlecht gespielt, weißt du? Ich habe 4-0 verloren, aber ich habe verteidigt, was ich konnte, weißt du? In Bayern kann man mal verlieren, weißt du? Seitdem war ich einfach, ich habe jedes Spiel gespielt. Bei Klinsmann. Jedes Spiel, keine Verletzung, nix. Ich dachte mir, was passiert hier? Ich habe auch Tor gegen Wolfsburg und so gemacht, weißt du? So, guck mal, das Ding ist auch, liegt an Verletzung. Wenn du zu viel nachdenkst, zu viel, weißt du? Es kann sein, dass du äußere Einflüsse, keine Ahnung, du kriegst einen Tritt oder so. Aber auch, das hat viel mit Kopf zu tun, Verletzung. Du hast zu viel Druck gemacht oder zu viel nachgedacht. Das habe ich falsch gemacht. Warum wieder ich? So. Immer verletzt. Weißt du? Klinsmann, ich war nicht einmal verletzt. So, dann, ja, wurde Klinsmann, ist er gegangen. Und dann kam Labbadia. Der hat mit mir auch geredet. Die Phase Jordan Boyata, das war echt krank. Wie gut die waren. Ja, am Anfang. Hast du ja gesehen, habt ihr ja gesehen, was passiert ist? Er ist gekommen zur Corona, weißt du? Da hatten wir so, glaube ich, 2 Monate Pause. Da mussten wir wieder Vorbereitung machen und dann haben wir nur wieder 9 Spiele gespielt. Da, die 9 Spiele, Bruder, ich war der Shit. Bruder, wir haben Hoffenheim gewonnen. Wir haben RB 2-2 gespielt. Wir haben Leverkusen gewonnen. Ja, sowas, weißt du? Ich war der Shit. Dann, ja, nächste Saison, da war die Saison zu Ende. Dann sind wir zur nächsten Saison gegangen. Haben dann Pokal verloren, weil ich war gelb gesperrt. Und dann haben wir erstes Spiel gegen Bremen 4-0 gewonnen. Ist schon ein Statement, Bruder. Wenn du erst spielst, 4-0 gewinnst, ist ein Statement. Zweites Spiel gegen Frankfurt, 2-1 verloren, glaube ich, ja. Aber Bruder, ich habe da ein Dribbling gemacht, ein Sol. Bruder, das hast du nicht gesehen. Das war ja geisteskrank. Dann, keine Ahnung warum, dieser Kamada. Bruder, hätte ich das gemacht, wäre es safe rot in meinen Augen. Aber tritt mir hier irgendwo ein Knöchel, oder sind das Hose mal angerissen. Weißt du, und dass sie so sagt, ich bin verletzt. Ich habe damit weitergespielt. 20 Minuten. Komm, hör dir mal das an. Ich war 6 Wochen raus. Komme wieder, mache Aufbau und bin positiv auf Corona getestet. Ich komme gerade aus der Verletzung und bin Corona-positiv. Das ist das Schlimmste. Stimmt. Wieder nach Hause. Wieder auf Null. Ist hart. Ist sehr, sehr hart. Okay, und das ist jetzt nicht mehr so lange her. Zum Glück hatte ich dann Zeit, richtig auszukurieren, dann war mein Fuß wieder gut. Jetzt, das habe ich auch noch nie jemandem erzählt.
Wir reden doch alle von Corona-Nebenwirkungen und so, weißt du? Okay. Oder man ist müde. Ich habe 2 Wochen trainiert, da hat sich Omar Alderete verletzt und musste 3 Spiele in einer Stimmt. Woche machen, englische Woche. Gegen Union, Gladbach und Freiburg. Unangenehme Mannschaften, ne? Oder? Weißt du, wie tot? Gegen Freiburg? Direkt nach deiner nach Na, dem na, mal Das verletzt sich Corona! wieder dann, ne? War es Na, mal gegen Corona! Freiburg, wo er 2 Wochen! vorher? Krass. Muss englische Woche spielen. Ja, gegen Union war okay, weil war erstes Spiel nach Corona, weißt du. Gegen Gladbach war aber gut, dann kam Freiburg. Wir liegen 1-0 zurück. Dodi macht es 2-1. Luke Bakio. Hat er Dann Vorlage, glaube ich, kam der da so ein Schuss. ekliger Ball von außen und ich guckte den Ball an. Ah, Ich nein. sehe, meine Augen sind verschwommen. Ich sehe nichts seh richtig, weißt du? Ich sehe so verschwommen. Den Ball wegschießen, Hat der Ball nicht rutsche getroffen. über mein Links. Spann, einer schiebt einfach hinten ein. Passiert aber auch. Ich muss dicker, das kann nicht sein. Guck mal das an, kann passieren, wa? Seitdem auch nicht mehr gespielt, bei Bruno Labbadia. Ein paar Monate davor, Superstar, Superheld, jedes Spiel gespielt, reden über die Nationalmannschaft. Von einem Fehler gemacht, nie wieder gespielt. Weißt du? So, dann ging die Saison auch irgendwann zu Ende, wurde auch rausgeworfen und wer kam danach? Doch, ich glaube danach kam Pal wieder. Aber ich Squeeze lang für 2 Monate, die Michigan. ersten Spiele gespielt auch, die ersten beiden. War auch nicht so, keine Ahnung, ich kann sein, dass ich müde war oder so, aber war auch nicht so gut, also wie ich mich von mir gewohnt ist, Ja. oder? Hab ich, dann kam Junge, Bayern. das triggert mich so hart, Digga. Habe ich mich verletzt gegen Bayern. Okay. Da haben alle wirklich ja, der Verletzungsanfällig, der sowieso immer verletzt wurde. Dann ich mir, Digga, was schreibt ihr? So hart das Konzept, ich höre. Er kommt von 2 Wochen Corona, ne, 6 Wochen Verletzung, plus, das heißt, er ist nicht fit, plus Corona, was er nochmal richtig fickt, macht 3 Spiele in einer Woche, hilft der Mannschaft, so weil alle verletzt sind, und dann macht er einen Fehler und man wird wieder gebumst. Das ist so krank, Digga. Digga, wenn ihr irgendwas 18.000 Mal krank seid auf Arbeit, sage ich irgendwas? Ist mir doch scheißegal. So ist halt Pech. Soll ich mich da Luft auflösen? So, dann, ich habe auch nicht mehr gespielt. Ja, und dann gingen wir in die nächste Saison. Da wurden wir fast abgeschossen. Ja. Hab auch nicht mehr gespielt. Das erste Spiel war gegen Bochum. Nee, Da danke für den kann ich auch sagen, das war die Verletzung, die ich mir selber zugeschrieben habe. So gegen Bochum. Du weißt, ich musste lange warten auf meine Chance. Hab da auch gut gespielt. Auf einmal, ich sehe, hinten zieht. Und ich hatte das Gefühl noch nie. Ich denke so, ey, aber ich Jetzt schon will wieder eine neue Verletzung. neue Verletzung. Und Ja, was ich einfach, als wir krank auf drin war, ich verletzt, einfach, ich ja. wollte es probieren. Ich einfach wieder angefangen zu heulen. Weil ich dachte mir so, Dicker, warum immer ich? Warum immer ich? Warum verletze ich mich bei sowas? Weißt du, wenn ich da wieder hätten, wir haben da gewonnen, dann war ich wieder drin. Ja, so, also John hat immer so eine Phase. Nein, ich bin nicht bei der Gamescom, pack mich ab. John hat immer so eine Phase. Der spielt 5 Spiele, ist der beste Spieler der Welt und bumm, verletzt. Immer weil irgendwas passiert, keine Ahnung. Und man kann ihm auf keinen Fall vorwerfen, dass der Mann nicht viel neben dem Platz macht, wenn der Mann, Digga, ich schwöre, er hat es abgefangen, weil ich musste immer mitkommen. Ich war oft mit ihm mit und irgendwann dann auch nicht mehr, weil es einfach zu viel war, was da alles neben dem Platz noch trainiert. So, vor dem Training im Kraftraum, okay, nach dem Training im Kraftraum, okay, aber dennoch privat gehen mit Fitnesstrainer, Digga. Einmal, dann bin ich nie wieder hingegangen. So, ich konnte sowas nicht so, weil man war schon tot vom normalen Training. Und das bumst einen nochmal richtig und dann kann man beim normalen Training nächsten Tag wieder nicht mal mittrainieren, weil die Beine so tot sind. Und er hatte nicht mal Muskelkater. Er ist so eine Maschine. Verletze ich mich wieder. Da war ich wieder raus. Kannst du mal erzählen, wie es damit so oder wie es jetzt dazu kam, dass du dann hierher gekommen Es bist? war so, ich habe da. Pal war da nicht Trainer. Aber da rausgeschmissen und wer kam nach Pal? Korkus? Teil von Korkut. Danke, 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 danke. Korkut kam. Eigentlich, ich meine, sich ein korrekter Mensch. Ich mag ihn eigentlich. Obwohl er mich einmal gegen Stuttgart ausgewechselt hat, ohne Sinn. Aber egal, ich habe ihn gemocht. So. Und dann war das so, ich habe gegen Dortmund, die haben gegen Dortmund gespielt. Einmal sagte mir, ey, du spielst. Ich sag, wie? Ich sag, ja, du spielst. Da hast du gesehen, was gegen Dortmund war. Was denn? Mist gewonnen. Da hat der unglaublich Dann, gespielt ja, gegen dann habe ich Haaland. auch, dann habe ich gemerkt, so, ey, irgendwie, ich Gegen bin müde, Haaland. auf dem Kopf her, Er hat so. ihn aufgefressen, Digga. Haaland hat nichts Voll, gemacht. mein Kopf macht das nicht mehr lange mit, ich bin müde, Mit ich muss Humpeln und was anderes so. versuchen. So, und dann kam Schlamm. Gent und da habe ich gesagt, ja, ich kenne die von FIFA. Nein, Was? Spaß. Und da habe ich nicht mehr lange mit, ich bin müde, Achso, ich Gent. muss was anderes versuchen. So, und dann kam Gent und da habe ich gesagt,
Ja, ich kenne die von FIFA. Nein, Spaß. Ich habe es schon, man kennt Gent eigentlich. Und da habe ich schon gedacht, okay, machen wir das einfach mal nicht in Deutschland, sondern mal raus aus Deutschland, so weißt du. Weil es gab auch nicht so viel, weil ich nicht so. Erstmal die Ausleihe war das, Ja, ne? die Ausleihe war das. Und da habe ich hier viel Ich habe ihm gespielt. jedes Jahr gesagt, Digga, du musst weg, du musst endlich den nächsten Schritt machen. Weil bei Hertha war immer, Digga, ihr habt ja gehört, Teufelskreis, immer das Gleiche. 5 Spiele, irgendwas passiert, spielt nicht mehr. 10 Spiele, spielt nicht mehr. 10 Spiele, spielt gut, ist der Beste der Welt, irgendwas passiert, spielt nicht mehr. Immer das Gleiche. Und habe dann, glaube ich, auch überzeugt. Hat sich auch wohlgefühlt hier, ne? Obwohl, Bruder, ich habe mich hier willkommen, der Trainer hier, der Trainer umarmt mich so, weißt du, da gibt es eine. Naja, wenn du so sagst, Bro, dann war Ja? bei Hertha nicht so, oder wie? Denkst du, 1 gegen 1 Fußball willst du gegen ihn gewinnen? Mies nicht. Einer der wenigen, wo ich Nein sage direkt. Nee, nicht so wirklich. Anfangen, ich sag mal, zwei Trainer mal anfangen und danach nichts mehr. So, und dann, Okay. aber egal jetzt. Da gibt es so ein Ehepaar, weißt du? Weißt du, die machen immer Essen. Dann die Frau gibt ihm einen Kuss auf die Wange, so, weißt du? Und der Mann umarmt sich dann so. So ist halt, weißt du? Familiär Sehr halt. familiär halt, weißt Tut du? nicht Da habe ich auch mal richtig wohl gefühlt. Dann hat man, glaube ich, auch gesehen, was ich auf dem Platz gemacht habe. Ja. Pokal gewonnen, by the Pokalsieger, hab ich einen Vlog. way. Pokal Mein gewonnen. allererster Vlog. Richtig geiler Vlog, wirklich. Pokal gewonnen, by the way. Ja, und dann war das Jahr halbe Jahr zu Ende. Bin ich wieder nach Berlin. Hast du die Vorbereitung jetzt Der mitgemacht? Vorbereitung mitgemacht. Und dann habe ich auch gemerkt, ey. Du würdest gerne wieder zurück wollen? Nein, nee, ist nicht so. Also, ich habe. Weil viele werfen mir ja vor, ich hätte keinen Bock auf Hertha gehabt. Wo hätte ich keinen Bock gehabt, wäre ich doch gar nicht zur Nein, Vorbereitung gekommen. schön. Da wäre ich doch am Anfang gleich in Gent geblieben. Einfach an. Weißt du? Wie kann man so dumm Und sein? dann wäre auch nicht 5 Jahre bei Hertha geblieben. Der wollte ja unbedingt bei Hertha. Er ist ein Berliner. Mehr oder weniger. Guckt einfach selber, hä? So, nee, dann habe ich Vorbereitung und habe dann gemerkt, es wird nichts mehr. Echt, ja. Weil du weißt selber, ich war, glaube ich, noch nie so fit wie in diesem, wie diese So viel, Saison. wie du gespielt hast, meinst du? Nein, weil ich habe auch viel gemacht, so Ja. richtig. Ich war noch nie bei Hertha, seitdem ich Profi war, schon nie in der ersten Gruppe. Ich war einfach in der ersten Gruppe beim Laufen. Krass. Und sogar weit vorne, so beim Laufen, weißt du? Ich wollte zeigen, dass ich fit bin, aber so, ich habe gemerkt, dass, Einfach auch das Wohlbefinden nicht mehr ja, ich so. habe es so gemerkt, ey, ich werde hier nicht mehr erste Wahl, so weißt du. Ich sage, ich habe da keine EVs mehr. Doch, doch, die haben sich doch, wer ist der Kämpf? Ist der Kämpf? Kämpf Gold, der ist auch Linksfuß. Die haben Jordan, Digga, die holen sich Kämpf Nulls. Ja, so, ich hab's irgendwie, ich habe so ein Gefühl immer, und mein Gefühl täuscht mich so selten, und Tischfach bist du auch wenn sich, ich mal Digga. gesagt habe zu meinem Bruder, ey, ich glaube, ich spiele dieses Spiel nicht. Er meinte, was redest du, du musst spielen, aber war ich drauf auf Bank. So, weißt du, und so war das Gefühl mit, ja, Herr, dann meinte ich, ey, nee, es wird nichts mehr, deswegen komme ich zurück nach Gent. Und jetzt bist du hier happy. Und jetzt will ich auch ja, allen zeigen. Also ich habe ein bisschen gezeigt. Jetzt, das letzte Halbjahr, ich will noch mehr zeigen. Und ich habe Bock. Hoffentlich. Ich habe Bock. Morgen Europa League, Das ist ja schon. Qualifikation. Ich hoffe, sie machen Schon. das. Ja, und jetzt aber Junge. kannst du sagen, du bist zufrieden und glücklich hier zu sein. Ja, ich bin. Fazit, oder willst du abschließend so über Hertha oder zu Hertha was Nein, sagen? nein. Also ich habe dem Verein viel zu verdanken. Sehr, sehr viel. Also ich rede nur, wie es mir ging. Ich rede nicht, ist alles schlecht. So. Also es ist viele gute. Ich habe mich zu Profi gemacht. Was soll ich da schlecht über die sagen, weißt du? Aber nur wie es so mir ergangen ist. Also wie ich es gefühlt habe. So. Okay. Und ja, die Fans, ich liebe die Fans liebe. Fans, ich stand immer hinter mir seit Tag 1, so weißt du. Deswegen kann ich nichts über die sagen. So, aber wie es mir ergangen ist, so, weil ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet. So, ich habe immer in mich reingefressen. Das ist so exklusiv für dich. Nein, aber so, wie es mir gegangen ist, weil die Fans, Bruder, weißt du, als ich das Tor gegen Dortmund in Dresden gemacht habe, Bruder, wo ich gesehen habe, wie ich alle geschrien habe, wie Gänsehaut ich hatte. Guck mal, jetzt, guck mal, Ich krieg auch gerade siehst du, Gänsehaut, ha? hä? Auch wissen, weil es kalt ist, aber. Hä? Nein, aber so, oder als Rassismus Blick. auf Schalke passiert ist. Jetzt hast du, erzähl mal, was ist da passiert auf Digga, Schalke mit diesem keine Rassismus? Lust jetzt, Mann. Das ist. Na, keine Lust, das zu erzählen. Gar nicht. Nee. Das ist Nee, vorbei. da will ich noch Thema aufgreifen mit Rassismus. Das habe ich keinen Bock zu erzählen, Fürs bin Video. ich ehrlich. Okay, kein Problem. So, oder dann haben die da einen Tag später, haben die so meine Nummer hochgehalten, 25, ganze Stadion. Ich dachte, Digga, was passiert hier? So, deswegen, ich liebe die Hertha, fand ich übertrieben. Geil, Aber geil. so, wie es mir ergangen ist oder wie ich es so gefühlt habe, so, so. Ja, mich hat einfach gestört, dass jeder einmal dachte, du bist Na, verletzt. schön, Lucci, mach Jordan gut. Immer die Fans auf der Seite haben. Und fertig, und es ist Ja, immer deine ja. Schuld, obwohl es nicht immer deine Schuld war. Ja. Was kannst du abschließend generell bis jetzt zu deiner Jugendspieler Karriere beraten. sagen?
Was sind deine Ziele für die nächsten Saisons? Abschließend kann ich sagen, ich hätte jetzt mehr, wenn ich nicht so oft verletzt gewesen wäre, weiß immer, hätte bei Liverpool hätte ich mehr erreichen können. Ich bin zufrieden, wie es ist, aber nicht zufrieden, also es sollte so sein, wie es ist. Aber ich bin nie zufrieden. Ja, will immer mehr, aber jeder hat seinen eigenen Weg. Bei mir ist es jetzt so über Gent, was. Luki dann für 10 Monate mehr, ne? Danach passiert, weiß ich nicht, aber jeder hat seinen eigenen Weg. Bei mir war es auch immer so, ich freue mich immer so mit. So Digga, spielt Casemiro heute niemals, oder? Nee. Ja, Jahrgang sind, ich wollte immer, die schon Champions vorgestellt. Spielen, ich wollte immer die toppen, so ist es. So, ich weiß, was ich kann und ich will mich mit denen messen. Weißt du, was ich meine? Und dann, wenn ich verletzt war, muss ich wieder ran. Da, ich kann mir so vorstellen, Jordan ist jetzt schon da oben drin und der sieht so, was für Leute da rumeiern bei irgendwelchen Top-Clubs und der denkt sich so, Digga, ich bin 5-mal so gut. Und das stimmt halt auch. Safe das spielen, Digga. Und dann denkt er sich so, Digga, also, wie können die da spielen? Das Einzige, was man halt sagen kann, ist, ja schon. Das Einzige, was man halt sagen kann, ist diese Konstanz halt, dass er halt Pech mit Verletzungen und so hat. Das ist das Einzige, was man ihm, sag ich mal, ein bisschen vorwerfen kann, obwohl er auch nichts für die Verletzung meistens konnte. Aber wenn man sieht, Digga, egal ob es zweite Liga ist, manchmal erste Liga oder andere Liga. Top-Vereine. Egal, wenn man sieht, wer da manchmal rumguckt, da fragt man sich einfach nur, was man in seinem Leben falsch gemacht hat. Das fragen wir uns schon. Ich frage mich, was Jordan sich denkt, wenn der muss, oder er ist ja nicht schlecht, aber er spielt bei Gent so. Und er könnte aber viel, viel höher spielen, wenn man sieht, wer bei anderen Vereinen so auf dem Platz steht, Digga. Und der fühlt sich bestimmt ein bisschen verarscht. So. Weißt du? Dann bist du wieder auf dem Level, dann verletze ich irgendwann wieder oder keine Ahnung. Maguire ist ja das Meme schlechthin, aber es gibt auch in der Bundesliga gefühlt alle oder von 18 Vereinen haben 10 Vereine einen Innenverteidiger, der kacke ist, Digga. Den macht Malung kalt. Der Trainer hat keinen Bock auf dich. Aber sollte so sein. Du bist zufrieden, trotzdem so wie es gekommen ist. Bin jetzt nicht mal der Jüngste, aber noch relativ jung. Nicht zufrieden, niemals zufrieden sein. Aber, nein, ich meine, so wie es jetzt gekommen ist es gekommen. Ja, so. Es ist so gekommen, ja. Okay. Und Ziele für die nächsten Saisons, auch mit Gent jetzt, was hast du Ziele, mit Gent vor? Also mit Ziele habe ich, also ich habe immer geredet, ich will diese Playoff 1 spielen. Also hier gibt es ein anderes System, aber diese Saison will ich Meister werden. Echt? Ich habe keine Zeit für Playoff 1 nur da zu spielen und zweite. Ich will Meister werden direkt und ich möchte den Pokal verteidigen, ganz klar. In Europa League so weit kommen, wie es geht. Ich will mich auch mit den besten Vereinen messen, damit endlich mal alle sehen, ey, der Junge hat doch eine kleine Schraube locker. Geile Einstellung. Die wollen so, ey, der Junge, was ist da mit ihm passiert? Der hat eine Schraube locker. Und das will, soll sehen, dass ich eine Schraube locker habe, weil ich habe eine Schraube locker. Wir sehen im Spiel. Wie Mohamed Ali meinte, ich wollte euch zeigen, wie großartig ich bin. Stark. Wenn du den jungen Spielern etwas mitgeben könntest, wenn du auch so rückblickend auf dich, auf deine Karriere schauen könntest, was würdest du einem jungen Spieler raten, vielleicht auch einen jungen Spieler mit Migrationshintergrund, weil du weißt, wie es in Berlin ist. Du hast jetzt zwar das nicht erzählt mit dem Rassismus, aber was könntest du jetzt sagen, einem jungen Spieler, wenn ein junger Spieler jetzt vor dir wäre und der fragt dich, ey Jordan, kannst du mir Tipps geben, was würdest du ihm sagen? Oder sei immer du selbst, verändere dich für keinen, aber du musst auch manchmal ein bisschen, soll ich sagen, so ein bisschen fake sein, ja, sagen wir so. Wenn Trainer was sagt, halte dein Maul. Also es bringt nichts, irgendwas dagegen zu sagen. Wenn Trainer irgendwas sagt, wenn ihr jung seid, dann sagt einfach ja. Ihr könnt euch im Kopf denken, ja, was für ein Arschloch, aber sagt einfach nichts. Das bringt nichts. Der hat eure Arbeit. Ja, sobald ihr einmal ein bisschen diskutiert, der denkt so, der Trainer denkt sich, was ist das für ein Opfer, was denkt der, wer ist, bla bla, und dann lässt er dich einfach nicht spielen. Der hat die Macht, dich spielen zu lassen oder nicht. Mit wie aber viel? Ich habe auch diskutiert und beleidigt, war alles möglich. Ja, mit wie viel Trainern ich aneinander geraten bin bei Hertha. Das geht nicht. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe mit jedem Trainer da Streit, außer mit Zecke, Digga. Das ist, Bruder. Aber sobald du bei Profis bist, Schnauze halten. Bei Jugend geht's noch, da kommst du mit Talent und so, kommst du da weiter. Ja, aber bei Profis hältst du auch deine Schnauze, weil du... Doch, Digga. Also ich schon, ich habe da so meine Schnauze gehalten. Bruder, da hältst du so deine Schnauze. Aber in der Jugend, da hältst du nicht deine Schnauze. Ich hatte früher, also die ersten Jahre, natürlich hatte ich Angst. Paul, Digga, sobald dein Raum gekommen ist, weißt du, wer ich war? So eine Aura. Paul kommt in den Raum so, wir sehen so hinten, kommt jemand rein. So. Man kommt da. Man macht Handy weg, nur damit er sieht, dass man nicht am Handy chillt. So alle chillen am Handy, man macht's weg. Man macht so, keine Ahnung, macht so kurz Übung. So, Platz so.
Man guckt so leicht so aus Augenwinkel, ob er die Hand geben will oder nicht. Man brennt sich schon vor, wischt dann deine Hose ab. So man nass. Ist richtig nervös geworden, wenn ein Trainer reinkam, Digga. Ja, ja, ja. Aber irgendwann ist das auch weg. Ja, in Wiesbaden gab es da ein paar Streitigkeiten. Mein Duck lief alles gut. Hertha am Ende lief es auch schwer. Schwer. Ist euer Boss? Und wenn er euch hasst, dann habt ihr ein Problem. So sagt nichts, aber. Du und Duncan Prime. Gibt immer Gas, du. Arbeitet hart und ja, wenn ihr hart arbeitet, könnt ihr euch nichts vorwerfen. Das stimmt. So, weißt du, weil ich habe hart gearbeitet, wenn es irgendwann dann nicht klappen sollte, dann kann ich, okay, ich habe alles gegeben. So, es ergibt sich Schlimmeres, als zu sagen, ey, hätte ich doch lieber damals. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Das ist ein guter Call. Gas. Das werfe ich mir. Das ist ein guter Call. Ich hätte auch viel, viel mehr machen können. Ich manchmal froh. Geistkrank. Oder nicht manchmal, sogar oft. Ja. Dann sag ich, das werfe ich mir zum Beispiel manchmal vor. Ist geistkrank. Oder nicht manchmal, sogar oft. Ja. Dann sag ich mir auch immer, warum habe ich nicht damals die Schnauze gehalten? Ja. Und warum hab ich nicht einfach gesagt, ja, also, Herr Thom. Bei ihm ist auch mit Trainer. Recht. Ja. Wie bei mir, ich war euer Hitzkopf damals. Bruder, ich habe cooles Gefühl. Wir sind alle so. Ich habe, glaube ich, pro Spiel ungefähr 5-mal halt die Fresse zu meinem Trainer geschrieben, weil er mich anschreit, dass ich keinen Hacko benutzen soll oder so. Das wird nicht Spiel schneller, bla bla bla. Ja, das ging nicht. Wir waren alle so, Digga, ich weiß nicht warum, wir sind alle irgendwie gleich, was das angeht. So, wir können schon. Wir sind dumme Berliner. Ja. Wir haben Charakter, tut mir leid. Gut zu Patrice. Tut mir leid. Wir sind keine Roboterarbeiter, wir sind Menschen. Arbeit angelegt, was heute dumm ist. Ich habe so mit Kämpfen angelegt. Wir haben da letztens darüber geredet, wir haben uns totgelacht. Ich habe gesagt, wie dumm waren wir eigentlich? Und jetzt, und dann sagen wir alle bis heute, ich bin noch Hitzke. Bruder, ich bin der gechillteste Mensch, den es gibt. Hast du mich schon mal einmal sauer gesehen im Spiel? Nee, jetzt gar nicht mehr. In Gent? Bruder, aber es wird immer welche Menschen geben, die kritisieren, egal was du machst. Ja. Aber das zeigt dir, wenn du Hater hast, zeigt es dir, du machst etwas richtig. Ja, zu 100%. Das nervt mich bis heute. Na gut, Pudi, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Das war Jordan's Story. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne Liebe da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, das kostet euch nichts. Damit supportet ihr mich aber. Vielen Dank für den ganzen Support auf die letzten Videos. Ich habe noch große Dinge vor, bin ich echt gespannt, wie es weiter wird, Bruder. Vielen Dank. Cringe ein bisschen, aber egal. Bis zum nächsten Mal. Nicht cringe, Digga. So geiles Video. Ja. Der Mann ist so lustig. Junge, am Anfang hättest du sehen müssen. Schule war schwer. Ich war nicht dumm, aber ich hatte keinen Bock auf Schule. Fußball war die einzige Option. Das war U12 oder wie? Irgendwie so, U12, U13 oder so. Kanntest du mich da schon? Ja, natürlich. Der Erste, was ich meinte, wir haben doch immer Nordufer. Wir planen das hier für nächste Saison oder wir planen nicht. Dann irgendwann was rausgeschmissen. Ich auch, zweimal bei Hertha, Walla. Also ja, weil nein. Ich hab... Jessica ist als Torwart weitergekommen. Ich schwöre. Leute, weiß man das? Ja, keine Ahnung, vielleicht wird der auch nochmal irgendwann... Das stimmt, da wird selbst noch rankommen. Ja, muss ich doch machen. Also, oder ich bin auch wie ein 1, U13 und U14, Digga, war ich so kurz davor, Adios, Amigos zu sagen. Yeah!